Wir begrüßen euch zu einem weiteren Video. Wir werden jetzt nachher an ein Meetup gehen. Luki hat seinen Balenciaga verkauft. Wir sind leider schon immer da, ist schon eingepackt. Genau. Wir sehen ihn gerade. Gehen jetzt nachher dem Typ, einer von Zürich, das verkaufen. Und ja, nachher stellen wir euch noch zwei, drei Travis vor, die wir in unserer Collection so haben. Viel Spaß beim Video. Viel Spaß. So, wir sind gerade auf dem Weg zum Meetup. Yes. Der Balenciaga wird verkauft. Ist ein bisschen los. Der Typ hat mir gerade zurückgeschrieben, er hat den falschen Zug genommen. Jetzt geht es doch etwas später, darum haben wir nicht so Stress. Aber Triple S, guten verkauft für 350 Stutz. Sagt mir nicht nein. Noch etwas zum Mittag snacken, mal schauen, was es so gibt. Wir sind jetzt hier am Bahnhof Zibnacho. Bahnhof und am Waiten, Zibnome. Genau, und warten jetzt auf. Unser Käufer. Jetzt, eine halbe Stunde auf den Typ warten. Genau. Erstmal ein fetter Shoutout, oder? So, das Cash ist rum. Wir sind jetzt hier noch etwas am Snacken. Im Schiffwetter. Aber ja, ich würde sagen, einen guten. Guten. So, dann kommen wir zu den Travis Jordan. Ein recht gehypter Schuh. Wir sind jetzt zusammen im Besitz von zwei. Ich wollte eigentlich mal einen kaufen. Er ist mir aber leider etwas zu teuer und es hat sehr viel Fakes rum. Darum habe ich mir schlussendlich keinen geholt. Ich habe jetzt auf Weihnachten einen vom Luki bekommen. Appreciate. Ja, er ist ein wirklich ein nicer Schuh. Hat ganz ein nices Leder. Meine ist leider schon etwas abgefuckt. Ich habe den im Sommer einmal zum Grillieren angelegt und so und dann mal in den Regen. Aber you know, wear your shoes. Do it! Ich finde es echt chillig so, die Laces sind leider so, die pinkeligen, die färben ein bisschen aus, verlieren ein bisschen an Farbe mit der Zeit. Aber Material sind gut, also eben nach all dem, was er schon durchgemacht hat, hat er immer noch durch. Er lebt noch, kann man nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, vom Material her ist er eigentlich ziemlich gute Qualität und so. Sie sind jetzt zwar noch nicht übertrieben alt in dem Sinn, aber sind just von Qualität her ist eigentlich ziemlich gut, also sie heben recht viel aus, auch im Regen und im Feuer. Dann hätte ich da noch einen Dunk, ein Travis Dunk. Recht gehypte Schuhe. Haben in der Schweiz sehr viele Leute. Ich denke, das liegt daran, dass sie da recht viel genug Geld haben, um so einen zu kaufen. Weil ja, so ein Schuh kostet ca. knapp 2000 Stutz, wenn er neu ist. Weil es halt auch von Travis Scott ist. Es gibt zwar auch zwei Modelle wiederum, die in verschiedenen Boxen kommen. Es gibt einen mit Special Box und einen mit der normalen SB Box. Ich habe jetzt den günstiger mit der normalen SB Box. Der kostet jetzt ca. ja, wie gesagt, knapp 2000 Franken. Beim Special Box muss man da gerade nochmal 200 Stutz mehr in die Hand nehmen. Ich habe jetzt mich auf den begrenzt, weil ich sehe auch nicht wirklich ein, wieso ich wegen einer Box mehr ausgeben. Ja, ich habe ihn jetzt selber, ich persönlich habe ihn jetzt leicht used gekauft. Man sieht es zwar eigentlich nicht wirklich, aber ja, er ist jetzt, letztes Jahr ist er rausgekommen im Februar. Also Ende Februar, am 29. im Schaltjahrtag. Er ist eben fast nie getragen worden und ich konnte jetzt für 1250 schlussendlich kaufen. Das war recht ein nice Kauf. So, das wäre es jetzt mit dem Meetup-Video. Wie Sie gesehen haben, ist es einigermaßen gut gelaufen, auch wenn wir noch ein Zeit müssen warten mussten. Der Typ, der noch reklamiert hat, der war trotzdem chilliger eigentlich. Können wir wieder mal machen, so ein Meetup? Schreibt doch mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, so die Art von Video. Genau, und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao.